Werbung, das, was Rap-Musikvideos finanziert. Und jetzt mehr und mehr Stoff für Weltverbesserer. Nike hat gerade erst eine der erfolgreichsten Werbeclips ever gelauncht. We have a responsibility to make this world a better place. Ja, in der Werbung geht es mehr und mehr um Vielfalt, soziale Verantwortung, eine klare Haltung. Nike hat damit seit Jahren großen Erfolg. Deutsche Firmen versuchen, den Trend zu kopieren. Und wenn das Letzte, was du heute hören willst, ist: Fahrkarten bitte. Hört schon wieder. Nur bei der Zielgruppe. Da muss die Bahn ordentlich Kritik einstecken. Wie kann man nur so viele billige Klischees in einen Werbespot reinpacken? Also Respekt! Warum sich Unternehmen jetzt immer häufiger in soziale Bewegungen einmischen und warum sie riskieren, damit immer wieder auf die Schnauze zu fliegen, das ist heute unsere Story. Unternehmen müssen Werbung neu denken. Beispiel: die altbewährte Formel Sex Sells. Unternehmen greifen zwar immer noch darauf zurück, werden dafür aber immer schärfer kritisiert. Erika, was ist los mit euch? So ein Bild, nur weil ihr sagen wollt, wir bieten leckere Ananas-Pfeil. Was zum Teufel haben denn Ananas überhaupt mit Brüsten gemeinsam? Naja, beides hat auf der Pizza nichts verloren. Tja, sexualisierte Frauenkörper gelten als nicht mehr zeitgemäß. Vor allem bei jungen Menschen. Die kritisieren sexualisierte Werbung und Witze unter der Gürtellinie immer deutlicher. Wenn die mal eben so schön auf der großen Werbewand vor deinem Büro groß abgebildet sind, führen die dazu, dass Witze auch im Privaten, die unter die Gürtellinie gehen, verstärkt werden, aber eben auch, dass sexualisierte Gewalt klein gehalten wird. Tja, das sickert auch bei den Unternehmen durch. Vorreiter ist hier Gillette. Die haben früher noch so geworben. Wir geben dir alles, was du brauchst. Naja, ihr gebt mir einen Rasierer und die falsche Hoffnung, dass ich Astronaut werden kann. Diese Rollenklischees hat Gillette Anfang 2019 selbstkritisch aufgegriffen und das draus gemacht. We believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. In Millennial-Deutsch könnte man sagen, sowas ist woke. Auf Deutsch wachsam, wird so definiert. Sprache. Woke, Englisch für aufgewacht, bedeutet so viel wie wachsam gegenüber rassistischer oder sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Ein paar Beispiele: Plastikflasche, Map, unwoke. Glasflasche, wiederverwertbar, woke. Mannheim, unwoke. Menschheim, woke. Einem Obdachlosen Geld geben, unwoke. Ihm Bildung ermöglichen, super woke. So, und jetzt Laptops raus, wir schreiben einen Test. Gillette verhält sich also woke, weil sie das traditionelle Rollenbild von Mann und Frau kritisieren und aufbrechen. Interessant, aber ein Teil der männlichen Zielgruppe fühlt sich angegriffen. 1,6 Millionen Dislikes hat der Clip bis heute gesammelt. Gillette macht sich mit woker Werbung also nicht nur Freunde. Und da fragen wir uns, warum machen Firmen das überhaupt? Warum woke? Der Marketingprofessor Scott Galloway sagt dazu: Wenn Firmen sich woke verhalten, heißt das nichts anderes, als dass sie sich den politischen und gesellschaftlichen Ansichten derer anschließen, deren Einkommen in der jüngsten Zeit am stärksten gewachsen ist. Aha, und das sind wir. Wir Millennials, also die heute maximal 40-Jährigen. Und über maximal 40-Jährigen Millennials? Nein, oder was? Oh, Millennials ist die Altersgruppe der 1981 bis 1996 Geborenen. Also maximal 39. Ein Jahr verpasst. Fuck. Fakten, damit flasht man 40-Jährige Millennials wie mich nicht. Und über die heißt es in einer viel zitierten Marketingstudie: 83% der Befragten weltweit erwarten von Unternehmen, sich aktiv an der Lösung gesellschaftlicher Probleme zu beteiligen. Das überrascht kaum.
schon eher das hier. Eine Studie mit Bezug auf Deutschland zeigt sogar, dass über die Hälfte der Kundschaft bereit ist, höhere Preise zu zahlen, wenn es sich um ein Produkt handelt, das einen positiven Beitrag leistet für Gesellschaft und Umwelt. Bei der jungen Zielgruppe zwischen 14 und 29 Jahren liegt die Aufpreisbereitschaft dann sogar bei 64%. Hi, nehmen wir einen Burger bitte. 2,50, oder? Ja, der ist fair produziert. Ach so, ja, klar, dann 3,50. Ah, für diesen Burger wurde ein Baum im Urwald gepflanzt. Ach so, ja, klar, 4,50. Der junge Herr, ich hätte gerne einen Super Beef Burger, bitte. 2 Euro. Für Unternehmen klingt das erstmal super. Wenn sie woke sind, entsprechen sie dem Wunsch der Millennials, mehr für die Gesellschaft zu tun. Und gleichzeitig können sie für ihre woken Produkte dann auch mehr verlangen. Aber Vorsicht, denn Millennials haben eine gute Bullshit-Antenne. Moment mal, ihr pflanzt fremde Bäume in ein intaktes Ökosystem? Geht davon die Flora und Fauna kaputt? Das ist florale Inklusion und organische Diversität. Ah, stimmt. Beispiel. Fleischproduzent Rügenwalder Mühle ist unter seinesgleichen der Vorreiter in Sachen fleischloser Produktion und präsentiert sich deswegen auch gerne woke, zum Beispiel bei Klimaschutz. Alles richtig lecker. Und gut fürs Klima ist es auch. Tja, und da springen bei manchen Millennials schon die Bullshit-Antennen an. Woher beziehen Sie das Soja für Ihre Produkte? Wird dafür Regenwald abgeholzt? Da deutet sich schon ein ganz grundsätzlicher Konflikt an. Wie kommen die Bäume in den Urwald und wie kommst du zur Arbeit? Hm? Mit dem Auto oder mit dem Rad? Und wieso bist du keine Frau? Verdammt nochmal, die können doch auch kochen! Tja, als großes Unternehmen machst du an einer Stelle was Gutes und musst dich dann an anderer Stelle dafür rechtfertigen. Das zeigen wir euch jetzt Stück für Stück. Anhand von 3 klassischen woken Konfliktfeldern. Konfliktfeld Nummer 1, Rassismus. Das Problem ist durch Black Lives Matter zu einem weltweiten Thema geworden. Auch große Firmen haben sich als Arbeitgeber mit der Bewegung solidarisiert. Eine davon, McDonald's. Die haben das hier gepostet. Wir tolerieren keine Ungleichheit, keine Ungerechtigkeit und keinen Rassismus. Black Lives Matter, McDonald's. Tja, Aufschrei, der Vorwurf. Nutzen die Black Lives Matter etwa nur, um das Image aufzuhübschen, fand sich sogar in deutschen Medien. Plötzlich sind überall Antirassisten. Dazu die Frage, wird jetzt die nächste Werbesau durchs Dorf getrieben? Nee, keine Sorge, McDonald's hat die Sau bei erster Gelegenheit zu Rinderhack verarbeitet. Oder McRib. Gibt's den eigentlich noch? Egal. Aber da schwingt schon viel Skepsis mit, ob es McDonald's damit ernst meint. Darum lässt McDonald's direkt Taten folgen und spendet 1 Million $ für den Kampf gegen Rassismus. Woke Community besänftigt? Wow! That's over 1.5% of the revenue we make in a single day. That's how much we care about our community. Dem sarkastischen Unterton nachzuurteilen? Nein. Denn, wichtig, die Leute wollen angemessene Opferbereitschaft sehen. Gutes Beispiel? Adidas. Da war die Personalvorständin Karen Parkin zuletzt in die Kritik geraten. Sie hatte die Antirassismus-Debatte in den USA als Lärm abgetan. Mitarbeiter beschwerten sich. Karen Parkin hat nun ihren Posten nach der internen Kritik geräumt. Adidas hat zudem angekündigt, dass in Zukunft 30% der Neueinstellungen in den USA Schwarze und Latinos sein müssen. Fehler eingestehen und sich nicht beim Manager beschweren? Sicher, dass sie Karen heißt? Haha! Meme-Witz! Von mir! Verstehe ich doch noch, was die Millennials wollen. So, und für unsere Fernsehzuschauer? Jugendsprache. Karens. Meist mittelalte, selbstgefällige Frauen, oft Mütter, die Fehler grundsätzlich bei anderen suchen und wegen kleinsten Problemen einen riesigen, unnötigen Aufstand machen und darum oft mit dem Manager oder dem Vorgesetzten sprechen wollen. Ob Sie eine Karen sind, dazu holen Sie Ihren Enkel einfach von TikTok und fragen ihn. Und das nächste Mal bei uns.
TikTok. Was ist das und wie kriege ich meinen Enkel davon los? Adidas hat mit der Entlassung von Karen Parkin und den Konsequenzen aus dem Fall schulbuchmäßig reagiert. Aber die haben da zeitgleich eine Vorständin entlassen. Und so schlittern die geradewegs ins zweite Konfliktfeld. Frauenpower. Das ist ganz weit oben in der Woke-Skala. Female Empowerment. Adidas, About You, Zalando und Snipes haben dazu gerade erst eine große Kampagne gelauncht. Share Her Power. Ich mag es einfach, wenn Frauen genauso sind, wie sie sind, Dinge durchziehen und sich von niemandem runterkriegen lassen und einfach authentisch sie selbst sind. Die Botschaft. Wir feiern starke Frauen und weiblichen Zusammenhalt. Was sie noch deutlich mehr feiern, die Produkte. Wir haben drei starke Frauen gefragt, was Sisterhood für sie bedeutet. Und das sind generische Aussagen wie, ich liebe, wie sie von innen strahlt, neben 8 Zeilen Produktbeschreibung. Ja, die perfekte Balance zwischen Werbung und Aktivismus, die ist nicht so einfach. Meiner Meinung nach sind Frauen... Cut, die Sneaker bitte präsenter. Und? Meiner Meinung nach können Frauen... Cut, präsenter. Ich will laufen und... Frauen Cut, können... präsenter. Frauen können alles... Cut, da geht noch mehr. Frauenpower! Perfekt. Da kommen dann so erste Zweifel auf. Wie ernst ist das Shop-Quartett mit Share Her Power meint? Strahlt diese Botschaft auch in die werbenden Unternehmen? Naja, wir haben hier gelernt, dass die in Karen Parkin eine Vorständin entlassen haben. Und das war die einzige. Darum heißt es jetzt kritisch. Derzeit ist die Führungsspitze komplett weiß und männlich. Und das auch, weil Adidas eben Karen Parkin gehen ließ. Man kann also sagen, Adidas hat mit dem Rauswurf von Parkin beim Kampf gegen Rassismus gepunktet, aber Einbußen bei Frauenpower dadurch hinnehmen müssen. Und das mit der männlichen Führungsspitze ist nicht nur bei Adidas so. Da muss man nur einen kurzen Blick in die Vorstandsetagen der 4 Share-Her-Power-Unternehmen werfen. Keine einzige Frau. Hashtag Share-Her-Power. Und heißt das dann, dass wir unsere Macht mit den Frauen teilen oder die Macht der Frauen unter uns aufteilen? Exakt. Und Überraschung, das bringt uns auf der Suche nach einem Positivbeispiel zu Apple. Die haben mehrere Frauen im Vorstand, stecken 100 Millionen Dollar in den Kampf gegen Rassismus, das sind 99 mehr als McDonald's, und wollen sogar bis 2030 klimaneutral sein. Also Apple hat da echt viele woke Konfliktfelder ausgeräumt. Blöd nur, dass ihnen das nicht gereicht hat. Was die sich nämlich auch noch aufbürden, Kampf für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben. Zeigen wir euch in Konfliktfeld Nummer 3. Pride Community. Apple zeigt sich gern woke und divers. Verankern sie auch sehr deutlich in ihren Werbespots. The power is, we don't see things the same. Und Apple feiert Diversität auch mit seinen Produkten. Dieses Pride-Armband gibt's aktuell für die Apple Watch. Dazu schreibt das Unternehmen: Apple unterstützt Organisationen, die LGBTQ-Interessen vertreten und sich für positive Veränderungen einsetzen. Und super, als Weltkonzern trägt Apple diese Botschaft auch in die ganze weite Welt. Oder? Hier gibt's die Pride-Armbänder nicht, denn das hier ist ja auch der Apple-Shop in Russland. Und in Russland, also ich meine in Russland, da wurde sogar schon mal eine Benzinpfütze wegen der Regenbogenfarben eingesperrt. Aber zum Glück war die Pfütze flüssig und konnte auf Kaution wieder raus. In Russland versteckt Apple seine Pride-Kampagne also. Und nicht nur das. Auch der Pride-Hintergrund ist nicht mehr verfügbar, wenn man Standort Russland einstellt. Hier, nichts mehr mit Pride. Tja, auf dem russischen Markt sind Menschenrechte kein so großes Ding. Da steht sowas als Homopropaganda unter Strafe. Und löste in deutschsprachigen Medien Kritik an Apples Doppelmoral aus. Heißt, Apple beteiligt sich am Kampf gegen den Rassismus, bringt Diversität in die eigenen Strukturen, steckt sich Klimaziele. Und trotz all der Wokeness bleiben sie angreifbar. Weil man bei Weltkonzernen aufgrund der Dimensionen immer irgendeinen Aspekt findet, den man scheiße finden kann.
Konzerne sind da also gefangen in einem nicht enden wollenden Shitstorm-Marathon auf dem Weg zum perfekten Unternehmen. Da stellt sich die Frage, macht woke Werbung dann wirklich Sinn? Es gibt einen Konzern, der da eine Art Lösung gefunden hat. Schauen wir deswegen noch einmal auf Rügenwalder Mühle und deren Woke-Ansatz. Der Kernkonflikt zur Erinnerung? Die sind Fleischfabrikant und haben fleischlose Produkte und werben mit den woken Effekten. Das bringt uns nochmal zu der Anfangsfrage. Woher beziehen Sie das Soja für Ihre Produkte? Wird da für Regenwald abgeholzt? Und das PR-Team so, haben wir kommen sehen. Nein, für unsere Produkte wird kein Regenwald gerodet. Dazu noch ein Infolink. Aufregung im Keim erstickt, mit sachlicher Aufklärung. Gut, dann gibt's noch sowas. Wer ist denn verblendet genug, vegane Fleischersatzprodukte bei einem der skrupellosesten Massenmörder zu bestellen und dadurch die Ausbeutung in der Fleischindustrie aus Komfortgründen mitzufinanzieren? Tja, Kunden und Konzerne, das geht irgendwie nicht zusammen. Die Rügenwalder Mühle-Chefs haben zu solcher Kritik aber eine interessante Einstellung entwickelt. Wir haben auch jede Menge Widerstände und jede Menge Reibung auszuhalten. Und wir versuchen wirklich auch mit viel Sinnhaftigkeit zu argumentieren auf einer Ebene, die sagt, Leute, lasst uns doch bitte das eine tun, ohne das andere zu verteufeln. Und das Ding ist, der Ansatz zahlt sich total aus. 2019 war das erfolgreichste Geschäftsjahr ever für die Rügenwalder Mühle. Dank der Veggie-Produkte. Denn die machen inzwischen sogar mehr Umsatz als die klassischen Fleischwaren. Tja, und im Gegenzug wächst die Zahl der Menschen, die auch mal auf Fleisch verzichten können. Das klingt doch eigentlich okay, oder? Dieser Ansatz, den könnten doch auch andere Businesses verfolgen. Also Businesses, die so richtig böse sind, die bräuchten doch nur einen kleinen Anstoß. Das hier ist gewöhnliches Kokain. Kennt jeder. Und das hier ist faires Kokain. Klar, teurer, aber ist das auch wirklich besser? Vereinbarkeit von Beruf und Familie für junge Mütter. Für Sören ist selbstverständlich, womit viele DAX-Konzerne noch kämpfen. Unsere extrem woke Reportage über das woke Drogenkartell in blutigen 5 Minuten Director's Cut. Extra für euch in unserer neuen tollen Show Valulis Woche. Und wir gucken uns an die US-Wahl, was da für ein Schwachsinn drumherum passiert ist. Stichwort Prediger. Und hey, der Wendler ist zurück. Ja, ob seine Entschuldigung ernst gemeint war und was dahinter steckt, das schauen wir uns an in Valulis Woche. Jeden Donnerstag ab circa 20.15 Uhr in der sehr, sehr guten ARD-Mediathek. Schaut doch mal rein, der Link ist in der Beschreibung. Also, im Internet schaue ich ja eigentlich nur Pornos. Ja, und den Valulis seine Videos. Die habe ich sogar abonniert. Und die gibt's jetzt auch in der ARD-Mediathek. Das finde ich sehr, sehr geil.